Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DevStore-Video. Wir waren beim letzten Mal hier, wir haben alle Seelen gesammelt, sind durch die Tür gegangen. Dann war hier auf einmal diese Kiste, die uns aufgefuttert hat. Dann haben wir da drin alles besiegt. Und jetzt haben wir eine neue Bombenfähigkeit. Die ist bombastisch, ich sag's euch. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich machen muss. Moment. So, nein. Oh, was war denn das? Oh, das konnte ich auch noch nicht. Okay. Bombastische Fähigkeit wird geladen in... Nicht jetzt. Jetzt! Pow! Das ist unsere Fähigkeit. Wie fällt man denn da runter? Hallo? Okay. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? So, da waren wir. Oh, warte, kann ich jetzt endlich Dinge aufsprengen? Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ich das endlich kann, weil an manchen Stellen ist es einfach offensichtlich, dass ich das selber machen muss. Wie zum Beispiel hier. Wowie! Endlich! Krass. Okay. Mega gut. Okay. Gut, hier ist alles kaputt. Hier ist ein Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Oh, doch, vielleicht mit dem Hebel, aber ich gucke einmal ganz kurz, was hier oben ist. Wir sind jetzt im Bürogebäude. Wir sind Teile ja gar nicht besetzt, scheinbar. Oder irgendwie kaputt. Da sind so Türen, die im Nichts schweben. Oh, cool. Hallo. Okay. Das scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Ein beunruhigendes... seismisches Ereignis wurde verzeichnet in der Gegend rund um die Tür des Todes. Wir wurden instruiert, alle Türen zu versiegeln und alle offenen Aufträge in der Region zu schließen. Oh, okay, interessant. Viele Schnitter sind dort noch aktiv, aber diese Anordnung kommt von ganz oben und ich stelle sie lieber nicht in Frage. Oh, deswegen sind die alle gestorben. Voll traurig. Trotzdem wüsste ich gern, was wohl aus den Krähen geworden ist, die noch dort draußen waren. Ja, die sind einfach da verreckt. Okay, das war da alles. Dann ab zum Fahrstuhl. Der Bereich komplett, ne? Du warst sehr umtriebig, was? Überall stehen Türen offen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du zwischendurch sogar beim Big Boss im Büro aufgetaucht bist. Ist ja ulkig. Hat sich wohl jemand an deiner Tür zu schaffen gemacht, hm? He, he, he. Was? Hat sich an meine Tür zu schaffen gemacht. Ich kann da hin. Und die, wenn ich die jetzt in Flammen setze. Oh, warte, ich brauche noch Dingens. Irgendwas, was ich kaputt machen kann. Hier ist gerade nichts. Okay, dann laufe ich erstmal hier hoch. Hallo, soll ich nochmal mit dem da reden? Wir balgen uns schon um die letzten Reste. Es gibt nicht genügend Aufträge für alle und nur eine Handvoll Schnitter sind überhaupt noch im Dienst. Ich habe da was munkeln gehört. Es soll Krähen geben, die frei leben außerhalb der Kommission. Hat der das gehört? Das ist die gerade hier saßen. Also der da, das war ein anderer, aber die, die als erstes da um die Ecke stand.
Ich brauche immer noch was, was ich kaputt machen kann. Vasen oder so. Hallo, geben Sie mir was. Ach, guck mal hier. Ah, hier! Das ist mein Schreibtisch, oder? Das ist doch mein Gedöns. Muss ich hier irgendwo hin? Was ist denn das? Und warum startet es mich so an? So fröhlich, so unbeschwert, so nervtötend. Das ist mein Heili-Hai. Oh, hier ist auch eins. Diese ulkigen kleinen Waldgeister sind von nirgendwo hier aufgetaucht. Das hat im Büro einen ganz schönen Wirbel verursacht. Wegen dieser Plage musste ich haufenweise Dokumente erstellen. Das macht solchen Spaß. Ich glaube, dieser hier mag mich. Süß. Willkommen bei der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeiten aufbessern? Kann ich denn jetzt schon? Warte mal. Kosten. Oh, krassi. Krassi. Krassi ist ein Wort. Stärke, Geschicklichkeit, Eile, Magie. Nahkampfwaffen. Schnell und präzise ist auch nice. Ich mach mal hier schnell und präzise. Ja. Wie teuer ist es danach? 800. Dann gehe ich noch einen Stärke. Yes. Das ist Pilzverlies. Ich weiß gar nicht, ob wir dahin zurück müssen. Manchmal ist das so ein bisschen. Also, man ist dann mit einer Sache fertig und dann weiß man irgendwie nicht mehr. Also, ich zumindest weiß nicht, wo ich hin soll. Aber ich will noch einmal nach unten hin. Ich habe aber nichts mehr, was ich kaputt machen kann. Da oben ist eine Vase. Warte mal. So eine Tür. Ey, da will ich hin. Kann das nicht wahr sein? Hier muss doch irgendwas geben, was ich gut machen kann. Aha. Dies scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Mein Kollege ist von einer Routinemission nicht zurückgekehrt. Ich habe versucht, durch seine Tür zu gelangen, um nach ihm zu sehen, aber sie war komplett versiegelt. Offenbar auf Anweisung der höchsten Führungsebene. Ich habe eine Anfrage bei der Hauptverwaltung eingereicht, aber dort wurde mir beschieden, das sei ein normaler Vorgang und der Fall sei abgeschlossen. Immer noch nichts von meinem Kollegen. Als wir das letzte Mal zusammen Mittag aßen, erzählte er, er sei einer mächtigen Hexe zugewiesen worden, um bei ihrer Forschungsarbeit zu assistieren. Er sagte, anfangs hätte er sich Sorgen gemacht, aber dann stellte sich heraus, dass es sich um eine sehr nette alte Dame handelte.
Ich frage mich, ob sie wohl etwas mit der Abregnung zu tun hat. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh. Was ist denn das? Du hast das maßstabgetreue Modell einer antiken Schnittertür gefunden. Es hat keine Funktion und wurde vermutlich vor langer Zeit als Muster für die Türen angefertigt. Oh, cool. Hat das wirklich keine Funktion? Ich hab's einfach. Aber es kommt so langsam Farbe, ne? Die da machen ein bisschen Farbe. Die kleinen Pummelchen, die Waldgeister machen auch Pummelchen hier. Nicht pummelig, aber die machen auch ein bisschen Farbe hier. Ich frage mich, ob man irgendwann alles wieder bunt macht. Klick. Das Telefon scheint mit gar nichts verbunden zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. War ich bestimmt am Anfang schon mal. Ich weiß nicht mehr. Sollen wir dann nochmal in die Tür rein und versuchen, den Froschkönig zu finden? Musste ich noch was an meinem... Ist das hier mein Schreibtisch? Das ist doch mein Schreibtisch, ne? Mit den Gegenständen. Nicht hier. Nicht da. Eine neue Tür? Warte mal, kam ich durch eine Tür? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Warte mal. Ich bin hier. Muss ich da jetzt noch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Der Typ stand da. Wir kamen irgendwie von hier. Hier stand die. Wir wurden hier irgendwie rausgeschmissen. Oder doch wieder hoch, oder? Ja, hier war das. Nee, sonst war hier nichts, ne? Von wem? Wo kam wir denn? Sind wir runtergefallen? Was ist denn da hin? Ja. Nein, ich glaube die ganze Zeit. Okay, ich gehe dann jetzt nochmal zu dem Pilzgedöns. Oh, hier. So, jetzt kann ich dann auch hier zum Beispiel das hier kaputt machen. Nee, Moment. Erstmal rüber. Thank you.
Okay, dafür brauche ich zwei, ne? Pilze, 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 Pilze. Sind wir jetzt Freunde? Ist er frei? Kämpfen wir jetzt? Vögelchen, retten Dina. Dina, für immer danken, Vögelchen. Kein Ding. Okay. Wenn ich jetzt zurückgehe, ist der dann weg? Der ist weg. Krass. Gar nicht wohin. Ach nee, da oben war Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Ich muss ja irgendwie den Frosch nicht noch finden. Ne? Es gab auf jeden Fall noch Dinge, wo ich nicht durch konnte, weil da Wände waren. Muss ich erstmal wieder mich zurechtfinden. Wo war denn das? Na, ist ja Quark. Nee, nicht hier hin. Komm, ich wollte doch nur da vorbei. Das kann jetzt nicht wahr sein. So ein Schissel. Was denn in die Richtung? Gibt's hier auch was Schönes? Ja, nee, ist. Nee. Ist ja, ich muss schon hier lang, oder? Ist hier nur eine Wand, die ich kaputt machen kann? Ich kann ja jetzt, wie ich möchte, und sowieso. Wände. Ganz viele Stellen, weißt du, jetzt komme ich bei ihnen nicht mehr. Was ist das? Er klettert so süß. Das eigentlich? Nee, das habe ich schon, ne? Ich will was zum Explodieren bringen.
finde schon was. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, das kriege ich. Kriege ich das jetzt durch? Das ist die Frage, ne? Nee, das ist nichts, was ich durchschießen kann. Oh, das Ende habe ich aber auch weggeschossen. Cool. Was? Ja, Pilze oder so. Immer Pilze! Kann nicht wahr sein. So, wenn man das braucht, ist es nicht in der Nähe. Ne? Es ist so unnötig, dass man wieder so ein ganzes Stück zurücklaufen muss. Kann doch nicht wahr sein. Oh, der ist, alles klar. Das fühlt sich ein bisschen nach No Man's Sky irgendwie an. Hat sich das durch die Kisten auch aufgefüllt? Das kann ich drauf geachtet, scheiße. Das ist von hier kaputt. Nee. Ach, das fühlt sich auch durch die Kisten. Oh, ich bin doof. Ach ja. Okay, das habe ich kaputt gemacht. Was gibt es denn noch Schönes? Muss ja nicht alles immer zerbombig sein, ne? Zerbombbar sein. Hier sind wir wieder bei der Tür, scheiße. Cool, 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 cool. Es ist soweit. Wir können es endlich tun. Gut, jetzt muss ich ein bisschen schnell sein, ne? Oh, es dauert jetzt wahrscheinlich wieder. Was hat sie gesagt? Es dauert! First try! Woo! Okay, da war... Wo war denn die Tür? Ah, da bin ich auch so oft dran vorbeigelaufen. Ich weiß doch nicht! Keine Ahnung! Oh, das kann ich nehmen. So. Nee, sag das so. Direkt da, wo die andere Tür ist. Ich könnte mich umbringen und dann bin ich direkt da. Oder ich suche. Vielleicht suche ich. Suche ich? Vielleicht. Hier komme ich gar nicht. Ah, hier komme ich so nicht durch, oder? Da komme ich nicht mehr zurück. Schön. Also nicht das hier. Oh, wenn ich hochgehe, komme ich dann dahin? Ich bin gerade nicht sicher. Ich bin, glaube ich, komplett falsch. Da unten ist die Tür, aber wie? Wie? Wo? Wo muss ich da hin?
Oh, das war nicht recht. Ah, das war falsch. Moment. Das sieht auch so aus, als ob ich es zerballere. Hundertprozentig, oder? Ja, Mann. Krass. Freu dich nicht so. Den Schlüssel habe ich gerade bekommen. Ich war jetzt am überlegen, habe ich den Schlüssel? Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Okay, was ist das? Ein Stock. Ein Stock. Du hast eine beschädigte Geweihstange gefunden. Ich frage mich, welchem Wesen die wohl mal gehört hat. Einen von denen, die da singen? Fehlt da jemandem ein Geweih? Ich dachte, irgendwie komme jetzt weiter. Ist ja gar nichts passiert. Ah! Eine große, völlig deformierte Geweihstange. Sie muss von einem stattlichen Tier stammen. Sie muss im Kampf vom Kopf des Besitzers abgebrochen sein, bevor er in die Tiefe stürzte. Irgendwie kommt mir das Ding bekannt vor. Was? Was? Warum liegt der hier so? Das ist der, der... Das ist nicht der, den wir befreit haben, oder? Hä? Gerne mal zu diesen Waldwesen. Wo waren die denn nochmal? Nee, nee, das, was da lag, sah so aus wie der da, okay. Jetzt da drin. Ich mach mal hier ein Pflänzchen rein. Nee, von, oh Gott, ich bin ja komplett falsch, ey. Von hier kamen wir. Irgendwann mal. Was will der denn? Ich komme hier rein. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Und dann nochmal dahin. Nee, das war die Tür, ne? Da bin ich gerade... Ach, ich bin blöd. Da ist kein Unterschied. Warum sind die Türen so nah beieinander? Das ist jetzt... Oh, ah, hallo? Warum steht der hier? Dieser Weg hat früher in den Sumpf geführt, aber der Froschkönig hat ihn blockiert. Wenn du so stark wärst wie Mami, könntest du das bestimmt... Achso, den hatten wir schon. Den hatten wir schon, okay. Nice. Oh guck, der hat auch so ein... Das ist doch so ein Geweihding, ne? Das ist von der Mutter.
gerade gar nicht sicher. Hat der eins gefehlt? Wer achtet denn auf sowas? So, kommen wir hier schon mal rein? Das ist eine Abkürzung. Kann ich das hier auch kaputt machen? Oh. Oh, das geht nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da rein beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne einen lieben Kommentar. Dann schreibe ich vielleicht auch einen lieben Kommentar zurück. Bis zum nächsten Video. Tschüss.